Willkommen, meine lieben Freunde, und ich wünsche euch auch einen schönen guten Abend und nochmal willkommen zu meinem neuen Projekt Blameless. Ein Indie-Horror-Game, was auf Steam zu finden ist. Es ist gratis und ich weiß noch nicht wirklich, um was es in diesem Spiel geht, und ich würde fast schon vorschlagen, dass wir zusammen versuchen, das jetzt herauszufinden. Fangen wir doch mal an. I'm an architect, freelance, so I take job offers as they arise. So, when this guy called me, I was relieved I could finally get a paying job. He said he needed help with interior design for his house that he was building. I always respected people who can do construction, so I naturally agreed to come and take a look. I already had a couple of ideas. It was already quite late, but he insisted on me coming over the same day. I tried to comply, because I didn't want to lose this offer. I drove there with my car. His house was all the way over in the suburban area, quite remote, but with other houses nearby, quiet place. The man met me at the front gate. It was a temporary fence, and the gate was made of rotting wooden planks. He started showing me around the yard. It seemed weird that there was a large garbage container blocking the way, so we had to go through the garage to get inside the house. He took me through the rooms, so I started looking around. At one point, I saw a stain, and at first glance it seemed like brick dust. But then I realized it was blood, spilled on the floor. I thought that maybe there was another worker who got injured, so I turned to tell the man. That's when I saw his hand raised to hit me. He was holding a metal rod. Before I could defend myself, he hit me in the head. I must have passed out. I don't know how long I was out. When I woke up. So, dann schauen wir uns doch mal an, was es hier so gibt. Hört sich auf jeden Fall schon mal gut an, was uns da erzählt worden ist. Okay. Anscheinend waren wir bewusstlos gewesen. That hurt. Das tat weh. Okay. Dieser Blutfleck sieht nicht aus, als würde er von einer ungefährlichen Verletzung stammen. Ja, das ist schon eine Menge Blut. Was haben wir hier? Sieht nach einem Handy aus. Nokia, Lumia. Das hatte ich auch mal gehabt. Genau das Modell, wahrscheinlich. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um eine Aktion rückgängig zu machen. Okay. Habe ich das jetzt? Drücken Sie I oder Mausrad nach oben und nach unten, um das auf das Inventar zuzugreifen. Gut. Ah, okay. Also mit dem Mausrad kann ich das Handy in die Hand nehmen und mit der rechten Maustaste kann ich das wieder weglegen. Schon jetzt irgendwie eine düstere Atmosphäre. Oh, da haben wir noch was. Okay. Würde ich sagen, verlassen wir mal den Raum. Hier komme ich nicht weiter. Dann werden wir wohl einen anderen Weg finden müssen. Vielleicht ein. Okay. Nein, den will ich mitnehmen. Allerdings, kann ich den mitnehmen? Ich nehme den mal. Mal schauen. Ein Schraubstock. Okay, der Türgriff scheint zu fehlen. Also so sieht das auf jeden Fall für mich aus. Sagt er noch was? There's no door handle. Die Tür hat keinen Griff. Okay. Dann werden wir jetzt irgendwas finden müssen, womit wir die Tür öffnen müssen. Was könnten wir da nehmen? Tada.
Haben wir hier hinten irgendwas? Oh. Ein Eimer und ein paar Kisten. Vielleicht sagt er noch was, wenn ich auf die Tür nochmal drücke. Warum sollte er mich niederschlagen und mich hier einsperren? Tja, das weiß ich auch nicht. Kommt noch mehr? Nee, mehr kommt nicht. Können wir hiermit? Hm. Da können wir nur das Licht an- und ausschalten. Oh, da oben ist was. I might be able to get further through the attic. Vielleicht komme ich hier über den Dachboden weiter. Ja, aber die muss ich ja auch irgendwie aufkriegen. Ich glaube kaum, dass ich dafür hier diesen Schraubenschlüssel brauche, oder? Nee. Okay, wie komme ich da hoch? Ich muss den jetzt irgendwie aufmachen. Aber nur wie? Wie komme ich nur da hoch? Ich brauche... Ah, da haben wir doch was. Genau. Sehr schön. Sehr schön. It's slipping. I can't turn it by hand. Er rutscht, ich kann ihn nicht per Hand halten. Dann den hier. Nein. Warte nochmal. It's slipping. I can't turn it by hand. Ah. Reinstecken. Jetzt den nehmen. Und nicht. Ja, aber das Ding ist doch perfekt dafür geeignet. Was haben wir denn hier noch? Ich kann ihn nicht per Hand halten. Da müssen wir doch diesen Schraubstock hier nehmen. Oder bin ich jetzt komplett... It's slipping. I can't turn it by hand. Huh. Nein, das scheint wirklich nicht zu funktionieren. Wäre aber eine logische Option eigentlich, meiner Meinung nach. Er kann ihn nicht per Hand drehen. Was haben wir hier noch? Ein Rohr. Kann ich damit was anfangen? Aha. The rod is loose. The rod is loose. Der Stab ist locker. The rod is loose. It's slipping. I can't turn it by hand. Ja. Ist mir schon klar. So. The rod is loose. Der Stab ist locker. Okay, wenn ich jetzt so... Scheint auch nicht zu gehen. Aber was soll ich denn da nur nehmen? Stück Holz. Hm. Was kann ich nur nehmen? Was kann ich nur nehmen? Ah, da war was. Eine Säge. Was soll ich denn mit der Säge? Also... Hier haben wir einen Spachtel. Ah! Weiß nicht. It's slipping. I can't turn it by hand. Vielleicht kann ich den... Kann ich den Stab hier ein... Ich weiß zwar nicht wieso, aber vielleicht... Jetzt die Säge.
Nicht? Komm, bleib mal hier. Nehmen wir mal die Metallstange. Kann man damit irgendwas? The rod is loose. The rod der Stab is loose. Locker. The rod is loose. Ja, ist mir klar. Tu mal den Stab am Boden. Können wir hier mit irgendwas machen? Nicht? Sag mal, was muss ich denn hier machen? Das ist ja nicht ohne Grund hier, das ganze Zeug. Also den Stab kann man einspannen. Wofür auch immer man das sollte. Vielleicht fehlt uns noch irgendein Teil. Jetzt vielleicht mit dem Schraubstock hier dran? Auch nicht. Ah, das ist eine Schraubzwinge übrigens, stimmt. The rod is Der Stab loose. Ist locker. Ah, hm. So, und jetzt? Ach so. Jetzt gib mir nochmal den Stab. Ah, ist ja cool. Ah, das ist eine Metallstange. Ich dachte, das ist so ein Holzstab. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, und jetzt? Was war das? Habt ihr das auch gehört? Fick dich. Drücke C, um dich zu ducken. Okay, ich werde mich... What the hell was that? Ich werde mich garantiert nicht umdrehen. There we go. Na bitte. Vor allem meine Kopfhörer, die sind so gut. Ich habe das Gefühl, das ist hier wirklich im Raum. Soll ich da jetzt runterspringen? Gibt es hier noch was zu holen? Ich will da nicht einfach runterspringen. Aber ich muss fast. Was haben wir hier? Mein Portemonnaie. Oder ein Portemonnaie. Zeig mal her. Library card belonging to Helen Woodward. How did it get here? Okay, also das ist auf jeden Fall nicht unser Portemonnaie. Können wir noch was anderes hier anklicken? Nicht. Okay. Gut, dann haben wir das schon mal. Da mit dem Handy können wir nicht. The phone is smashed. No way it's gonna work anytime soon. Okay. Also ich muss dazu sagen, dass ich extrem schreckhaft bin, was Horrorgames betrifft. Aber ich finde, die Atmosphäre ist trotzdem mega. Auch mit der Musik im Hintergrund. Was haben wir hier denn? Eine Zange? Ein Bolzenschneider. Was ist das? Okay, eine Schraube mit einer Mutter. Scheiße. Hier haben wir wieder... Können wir hier was machen? Ah, was haben wir da oben? It's stuck underneath the beam. Es steckt unter dem Balken fest. Okay, wir müssen den Raum mal ein bisschen erkunden. Das ist die Tür von der anderen Seite. Ich scheine auf jeden Fall hier in einem Keller zu sein oder so. It's holding with the wires. Wird von den Kabeln festgehalten. Also gut, ich werde die Tür wahrscheinlich mit dem Bolzenschneider aufkriegen können. Okay, eine Palette, ein paar Kisten. Gut, nehmen wir den mal.
The wire cutters are broken. The hinge on that handle should attach, but it's missing. Ah, die Schere ist kaputt. Die müssen wir reparieren mit der Schraube, die wir haben. Hier. Sie können mit jedem Objekt vor Ihnen interagieren. Versuchen Sie es mit der Schraube. Okay, ja. So. Jetzt die Schraube da rein. Cool. Jetzt sollte das gehen. Sehr schön. Scheiße. Okay, wir sind auf jeden Fall nicht im Keller gewesen. Das war einfach so ein Rohbau von einem Gebäude. Wow. Shit. Okay. Scheiße, das Licht ist so dunkel. Ja, die Musik wird auch immer lauter hier. Ich will da nicht reingehen. Warte mal. Okay. Da fehlt wieder der Türgriff. Wie fehlen denn hier überall die Türgriffe? Wer macht denn das scheiß Licht immer an und aus? Leute. Abdul, bist du das? Scheiße. Also wenn hier oben links, wie jetzt gerade, immer dieses B steht, wurde abgespeichert. Stromkasten. Geht nicht auf. Geh doch auf, Mann. Okay. Ah, die Tür hinter mir ist zu. What the fuck? Wer hat die zugemacht? Ich will da nicht runtergehen. No way going back through here. I don't even want to go back. Auf diesen Weg komme ich nicht zurück und ich will da auch nicht mehr hin. Okay, ich glaube, das will keiner von uns. Was war das? The dragging stain again. Ah, immer noch die Spur von dem Blutling. Die führt hier runter. Okay, hab's verstanden. Okay, ey, wir müssen da runter. Ohne Scheiß. Warte, ich probier mal schnell zu gucken, was hier bei der Tür steht. Ja, gar nichts. Scheiße. Okay, die Tür da hat einen Griff. Okay. I don't like the look of that dark corridor. Let's see if the light switch is working. Fick dich, da gehe ich nicht lang. Was steht zur Wahl? Dieser dunkle Korridor und... Ich glaube, ich gehe da lieber nach draußen, oder? Wollen wir da reingehen? Sag doch mal was. Finally out of the house. Ich gehe doch... Na komm, wir müssen da rein. Ich würde es voll bereuen. Better. Mann, ist das hell. Ich habe trotzdem... Die Blutspur führt hier lang, deswegen habe ich keine Lust, hier reinzugehen. Also entweder finden wir gleich eine Leiche oder... Die Musik verändert sich schon wieder. Mann! Okay, wir gehen hier ganz schnell rein. Scheiße, Mann. Ich bin voll am Schwitzen.
Okay, okay, hier liegt eine Leiche. What the hell? Okay, eine tote Frau. She's dead. Sie ist tot. Was finden wir hier? It's dust. Ja, ach nee, ist das Staub. Hier ist eine Baustelle. Similar to what I found upstairs on the floor. She was being dragged over here through the house. Also sie wurde hierher geschleift. I don't want to look at her face. I gotta get out of here and call for help. Da ist noch was. Sie hat irgendwas in der Hand. Ein Schlüssel. Gut, den nehmen wir mit. Was ist das? Okay. Helen Woodward. Gut. Ja, nee. Dann war's das anscheinend. Zeig nochmal. Hat die noch was in der Hand? Da. Was? It's the address of this house. Was she invited here too? Sie wurde anscheinend auch hierher eingeladen. Vielleicht. Okay. Ich fühle mich langsam echt nicht mehr wohl hier. Wir schauen uns trotzdem noch die letzten zwei Räume an. Was haben wir hier? Oh, eine Taschenlampe. Natürlich. Oder geht die? Scheint zu gehen, oder? Drücke F, um die Taschenlampe ein- und auszuschalten. Was ist denn das für eine komische Taschenlampe? Die sieht mega komisch aus. Okay. Der letzte Raum. Gut. Hier ist nichts mehr. Dann begeben wir uns mal raus aus dem Haus. Gut. Ja, ja, funkel nicht so mit dem blöden Ding. Wo wollen wir hin? Rechts? Links? Da geht das einfach dasselbe Haus, nur eine andere Baustelle. Wollen wir in das Haus mal da rein? Halten Sie beim Bewegen Shift gedrückt, um zu rennen. Was, man kann hier rennen? Das finde ich gar nicht geil. Wieso sollte man hier rennen können? Muss man vor was wegrennen? Locked. Verschlossen. Locked. Mach doch auf! Locked. Wieso sollte ich rennen? Ja, toll. Also, ich meine, dumm ist er ja. Normal könnte man ja einfach hier rüberspringen, darüber und dann weg, weg, einfach weg hier. Quer durch den Wald oder so. Da brennt Licht in der kleinen Hütte. Die Tür ist sowieso verschlossen. Wieso sollten wir denn auch wieder reingehen irgendwo? Okay, wir gehen hier rein. Scheißegal. Mann, mach doch die Tür ganz auf, bist du dumm? Ach so. Mach doch noch mehr Lärm. Schmeißt er die einfach auf den Boden. Okay, jetzt aber. Hier liegt was. Sag mal, was steht denn da? July 13, 2001. Subject: Final reminder letter. Dear Mr. Hopkin, this is to inform you that according to our records,
As of 12 July 2001, we still haven't received back the scaffolding or the 3 suspension ladders you borrowed from the Daredrew Construction Stores on 7 June of this year. Please return the scaffolding within 14 days upon receiving this letter. Should you choose to ignore this appeal, we will be passing this matter to a collection company, which will be obliged to forcibly remove the scaffolding from your possession. To cover any fees or penalties incurred by such action will be your sole responsibility. Note, you will not receive any more reminder letters from us. Yours sincerely, Anna Catwell, Account Manager, Daredrew Constructions Limited. Okay, also, der Mr. Hopkins hat anscheinend ein Gerüst und ein paar Leitern ausgeliehen. Und die hat er bis heute noch nicht zurückgebracht. Und das ist jetzt einfach so ein Mahnschreiben, also. Kann ich mich umdrehen, ohne dass da jetzt was steht? Okay. Boah. Also, was haben wir hier? This must be one of the 3 suspension ladders. Das ist eine von diesen Hängeleitern, die in dem Brief erwähnt wurde. Gut. Puh. Ich habe echt jede Sekunde Angst, dass hier irgendwas passiert. Lass uns mal hier hintergehen und schauen, was hier ist. Vielleicht können wir die mitnehmen, die Hängeleiter. Vielleicht können wir die auch gebrauchen irgendwie. Nee, können wir nicht. War ja klar. Okay. Gut, meine Lieben. Ich werde an dieser Stelle jetzt das Let's Play beenden, den Part. Ich dachte, ich hätte was gehört. Und ja, ich hoffe, euch gefällt das neue Spiel. Und, also mir auf jeden Fall. Die Atmosphäre ist echt super. Und ich hoffe, ihr schaltet wieder zum zweiten Part dann ein, wenn der dann morgen rauskommt. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder eine schöne Nacht oder sonst irgendwas. Haut rein. Ciao!